Das Leben nach der Pandemie, es rückt jetzt immer mehr in greifbare Nähe. Weil die Gesundheitskrise ja immer auch eine Wirtschaftskrise war und ist, werden jetzt Pläne geschmiedet, wie Österreichs Wirtschaft wiederbelebt werden könnte. Seit gestern berät die Regierung darüber in einer zweitägigen Klausur. Zu tun gibt es einiges. Insgesamt sind derzeit 945.000 Menschen entweder arbeitslos oder in Kurzarbeit. Die Regierung verspricht, dass 500.000 von ihnen in einem Jahr wieder reguläre Jobs haben werden. Der sogenannte Comeback-Plan basiert zum Teil auf dem EU-Wiederaufbaufonds, der vor allem heute Thema sein wird. Zum Teil auf in Österreich selbst gestricktem. Da wird etwa die Investitionsprämie für Unternehmen von 3 auf 5 Milliarden Euro aufgestockt. Damit hofft man auf eine Hebelwirkung. Projekte in Höhe von 55 Milliarden Euro sollen so ausgelöst werden. Mit Fokus auf Ökologisierung und Digitalisierung. Das Ziel der Regierung, nächstes Jahr eine 500.000 weniger Arbeitslose zu haben, sei realistisch. Aber wir haben auch in der Wirtschaft so ein Phänomen wie Long-Covid. Wir haben Bereiche, wo etwa Betriebe Schulden haben bei der Sozialversicherung, im Steuerbereich und so weiter. Und auch das Zurückfahren bei der Kurzarbeit, das an sich ja das Potenzial hat, die 500.000 Zahl zu senken sozusagen, wird da und dort Arbeitslosigkeit verursachen, weil wir Bereiche haben, wo die Beschäftigung nicht in voller Höhe zurückkommt. Das Arbeitslosen-Vorkrisenniveau sei Anfang 2023 erreichbar. Ende März waren 486.000 Personen zur Kurzarbeit angemeldet und 458.000 Personen arbeitslos oder in AMS-Schulungen. Also sind derzeit fast 1 Million Menschen ohne Job.